Moin moin ihr Lieben, und zwar kommt heute mal ein etwas anderes Video, und zwar wird sich das auf die Hochzeit meines Bruders quasi fixieren. Ich hatte euch allen erzählt, dass ich quasi am Wochenende oder beziehungsweise jetzt dieses Wochenende auf der Hochzeit war. Das ist quasi jetzt der Tag der Hochzeit, und zwar recht früh, und wir wollen ein bisschen Hochzeitstreiche machen. Ne, sowas geht ja auch nicht so, dass das Brautpaar ungeschoren davon kommt. Und wir wollen quasi einmal ein bisschen das Mobiliar etwas ins Wirre kriegen. Das kriegen wir auch ganz gut hin. Schöner Träger. Und zwar habe ich quasi hinter mir noch so eine kleine Tüte mit ein paar kleinen Accessoires. Und damit ihr vielleicht auch quasi alles mitbekommt, was wir jetzt da versteckt oder drangsaliert haben, gibt es dafür ein kleines Video für die beiden. Ich habe hinten noch ein bisschen Frischhaltefolie, ein paar Wecker, die ich zu wirklich ungünstiger Zeit nach so einem Abend dann in Schränke verstecken werde, die auch irgendwie, wo die Schlüssel dann im Gefrierfach landen. Das alles werdet ihr aber gleich sehen, das wird alles auf Kamera aufgehalten. Und naja, im Endeffekt, um euch dafür zu rächen, kommt doch einfach mal vorbei, zumindest das Brautpaar, und revanchiert euch. Vielleicht habe ich da ja noch was für euch. Ich wünsche euch was. Viel Spaß mit dem Video. So, aus irgendeinem Grund ist euer Schlüssel in unsere Hände gekommen. Und der passt auch noch. Das ist ja echt ungünstig. So. Fangen direkt mal an. Und zwar bleibt euer Schlafzimmer diesbezüglich auch nicht verschont. Das letzte Mal Licht bei euch. So, jetzt haben wir zwei schöne Wecker für euch. 7 Uhr und 7.30 Uhr gestellt. Ich hoffe, das freut euch. So, Zaun direkt nach oben. Kannst das Ding übrigens auch drehen sonst, ne? Und komischerweise habt ihr keine Schlüssel mehr. Keiner weiß warum. Die packen wir erstmal beiseite, und jetzt kümmern wir uns erstmal ums Bett, ne? Da wir alles hochbegeisterte Leute vom Fach sind, drehen wir die hier mal den Hahn zu. Geht das einfach so? Ja. Mit zur Info. Das ist jetzt das letzte Wasser für euch. Kommt wohl nicht mehr viel. Machen wir noch. So, und damit ihr heute richtig schön gewohnt scheißen könnt, haben wir für euch was Kleines vorbereitet. Das fällt nicht ganz so groß drauf. Gut, das in der Seite sowieso. Aber es ist ja abends, wenn sie da reinkommen, ne? Jawohl, es ist schon Tag hell, ne? Das weiß ich nicht. So, da ihr auch euch die Hände ja nicht unbedingt immer waschen wollt, legen wir das hier unten auch nochmal zu. Und wir wollen das eine mit anderen auch noch. Und auch das ist das letzte Wasser. Da kommt ja gar nichts mehr. So, das Badezimmer. Jetzt nur die Lampe. Gibt es halt auch keinen Duschkopf mehr.
fällt nicht auf, auf den ersten Blick. So, dann packen wir das mal eben kurz weg. Den Kloschlüssel, ach so. Ja, das würde ich jetzt aber nicht ausschließen. Sicher? Ja. Ich kann das sowieso nicht benutzen. Das ist aber deren einzige Toilette. Den leg sonst nur da oben rauf oder so. Aber das finde ich jetzt gemein. Warte, ich häng den an, okay? Ja. Das ist so assi. Die werden ja nicht mal mehr an den Wecker kommen. Hast du das daheim? Nein, ich hab schon mal ausgetestet. Wäre geil, wenn das schon eingefroren wäre und wir da draufschreiben könnten, Schlüssel. Wir sehen das ja. So. Ja, ansonsten Eier kochen. Alles tutti, wa? Ja. Wunderbar. Dann viel Spaß bei der, na, wie soll man das sagen? Viel Spaß bei der Suche und viel Spaß beim Schlafen später. Die Eier kommen übrigens in den Kühlschrank, ne? Und die Eier kommen. Dann habt ihr morgen was zum Frühstücken. Vielleicht probiert es hier nochmal aus, die Rührei zu machen. Ja.